Hey Chomper, willkommen in Night City und in diesem Video. Ich will dir wieder einige Orte zeigen, die du dir in Night City und Umgebung auf jeden Fall mal anschauen solltest. Und wir beginnen auch direkt mit dem allerersten. Wir befinden uns nämlich in Arroyo und genau gesagt befinden wir uns dort an der Hargreave Street und dort ist auch der gleichnamige Schnellreisepunkt. Wir müssen ungefähr hier in dieses Gebiet hin, da ist keine Markierung oder sowas, also ist es am besten, wenn wir hier starten, direkt am Schnellreisepunkt auf unserer rechten Seite haben wir den halt und dann fahren wir den Weg eben mal gemeinsam ab, weil man kann sich hier einfach verfranzen. Wir fahren jetzt erstmal geradeaus, bis du das Schild C-Tech da siehst, auf der linken und hier fahren wir auch links rein. Dann fährst du geradeaus, bis du Arasaka siehst. Na, ein bisschen weiter, ganz durch, bis wir zu der Hauptstraße kommen. Da siehst du in der Mitte Arasaka, da geht es dann auch nochmal links rein. Da siehst du schon so eine Art Tower, hier, wo der Kopf von B ist. Den mal als Fixpunkt benutzen. Denn hier müssen wir gleich irgendwo rein, nicht hier. Sondern hier, wo auch der Truck steht. Kann man super schnell übersehen. Durch den Truck sehen wir nicht die Einfahrt, wo wir rein müssen. Hier müssen wir nämlich runter und ganz durchfahren. Und hier sind wir auch schon. Und dann rechts. So. Und dort müsste dann eben dieser Truck auch bei dir stehen. Und genau da wollen wir hin. Das ist nämlich der besondere Ort. Und mal gucken, ob du drauf kommst. Vielleicht kennst du den ja auch schon. Aber ich bin überzeugt, einige kennen den noch nicht. Jetzt erstmal wild gehupt, okay. So. Und hier haben wir die Szene. Hier haben wir einen Roboter. Hier haben wir einen Truck. Hier haben wir ein Motorrad, ziemlich kaputt. Und wir haben hier einen Typen und eine Knarre. So. Und vielleicht sagt ihr da schon was. Und wenn nicht, dann lese ich jetzt erstmal hier den Splitter vor. Arnold Blake, ich komme dem Kanal näher. Siehst du den Jungen, der auf ein Motorrad abhaut? Ja, das ist Jimmy O'Connor. Seine Mutter will, dass er am Leben bleibt. Verstanden. Siehst du den Angreifer? Ja, ein Mann mit NCPD-Uniform in einem Truck. Der ist nicht vom NCPD, also pass auf. Der Typ hat Signalblocker. Du musst näher ran, also hör zu. Erwarte Anweisungen. In knapp 100 Metern fahr links von der Straße. Fahr den Pfad entlang. Ich bin im Kanal. Wie ist die Lage? Nähere mich dem Ziel. Jetzt schnapp dir den Jungen, setz ihn auf dein Bike und hau da ab. Verstanden. Feuere auf den Angreifer. Ist er am Boden? Rede mit mir. Feind getroffen, aber nicht neutralisiert. Er hat sich fortgeschrittenen Cyborg-Maßnahmen unterzogen. Stehe unter schwerem Beschuss. Bericht, Bericht, komm schon. Dein Biomon ist rot. Was ist da los? Und dann war die Sache erledigt. Also ich denke, du weißt jetzt, was das hier beschreibt. Das ist nämlich die Szene aus Terminator 2. Hier haben wir den jungen O'Connor, dort haben wir unseren Terminator. Und hier war auf jeden Fall der geschmeidige Terminator mit unterwegs. Du weißt ja, wen ich meine. Auf jeden Fall ein sehr cooles Easter Egg hier. Schwer zu finden, aber falls du es jetzt noch nicht kanntest, dann weißt du ja, wo du jetzt auf jeden Fall hinfahren kannst. Und vielleicht hast du ja jetzt auch Bock, den Film zu gucken. Hier geht es auf jeden Fall erstmal weiter zum nächsten Ort. Dann bleiben wir doch direkt mal bei solchen Maschinchen. Und zwar befinde ich mich jetzt beim Arasaka Industriepark. Hier haben wir auch den entsprechenden Schnellreisepunkt Arasaka Industriepark. Das ist auch in Santo Domingo und zwar auf der Grenze zwischen Arroyo und Rancho Coronado, würde ich sagen. So, und wir müssen jetzt hier einmal nur ein paar Meter laufen. Ich setze mich aber trotzdem auf das Maschinchen hier. Und zwar hier zu unserer Rechten haben wir das Terminal. Und dann ist auf der anderen Seite hier dieser Eingang. Da fahren wir jetzt mal rein. Und dann müssen wir mal gucken. Komme ich da lang? Nein. Wir fahren hier lang. Und dann... genau, hier rein. Hier ist zwar so eine Sperre, aber die können wir ja gut umgehen mit dem Motorrad. Deshalb am besten Motorrad nehmen. So, und dann fahren wir geradeaus durch. Immer weiter, bis wir zu den roten Containern kommen. Jetzt muss ich mir selbst ein bisschen gucken. Da. Siehst du diesen Roboter, der da steht? Ja, hier steigen wir mal ab.
So, der hat nämlich so eine ganz komische Bemalung. Das sieht nicht offiziell aus, das sieht irgendwie gefrickelt aus. Und dahinter liegen auf jeden Fall ein Berg voll Leichen. Und da blinkt auch etwas, was auf einen entsprechenden Splitter hinweisen sollte. Also wieder etwas zum Lesen. Und wir müssen den natürlich ausschalten, da hilft jetzt leider gar nichts. So, weg ist er. Der sieht wirklich eigenartig aus. Hat jetzt auch nichts Spezielles dabei. Aber hier gibt es zumindest klassische Molybden-Stahlkappen-Kampfstiefel, ob das so richtig ausgesprochen ist. Aber auf jeden Fall gibt es hier Kampfstiefel. Und dann gibt es hier halt dieses archivierte Gespräch zwischen Arthur Navi und Jen Minette. Ja, und da gucken wir mal rein. Ne? Arthur Navi, Jen, ich habe da meine Zweifel bei XCKL456. Irgendwas stimmt nicht mit dem Entscheidungsrhythmus. Asimovs Gesetze wurden nicht richtig implementiert. Da muss ich einiges an Fehlern reparieren, bevor man den wieder starten kann. Ich entkopple das Energiemodul und schließe es erst wieder an, wenn ich das Problem gefunden habe. Jen Minette schreibt dazu, okay, dann mach mal, der Kunde wartet nämlich schon. Arthur dazu, klar, kein Problem, aber du solltest dich vielleicht nach einem neuen Zulieferer umsehen. Das ist schon der dritte Bot mit diesem Problem in diesem Monat. Und Jen schreibt dazu, aber die sind billig. Überleg dir halt was, ist ja nicht so, als würden wir an Arasaka verkaufen. Und Arthur dann so, stimmt auch wieder, na gut, ich mache mich dann mal an die Arbeit. Ja, und hier sehen wir auf jeden Fall, dass die Arbeit sich nicht gelohnt hat für die Gruppe hier. Denn offensichtlich hat dieser Roboter absolut nichts mit Asimovs Gesetzen am Hut und hat sich flugs mal eben gegen seine Mechaniker, wenn man so möchte, gerichtet und die dann auch, naja, hingerichtet. Und da sieht man mal wieder, dass es nicht so einfach ist, sich mit der Technik hier auseinanderzusetzen. In Night City versuchen es eine Menge Leute, da Kohle mitzumachen, aber am Ende muss man es halt auch können, ansonsten geht das halt schief. Ja, und hier haben wir, wie gesagt, einen sehr sichtbaren Beweis dafür. Okay, machen wir weiter, schauen wir uns den nächsten Ort an. Und wir bleiben in Santo Domingo und zwar immer noch in Arroyo. Und hier zeige ich dir dann den nächsten Ort, der ziemlich cool ist und der auch zeigt, dass man mit Technik auf jeden Fall umgehen sollte, weil man sonst wirklich ein großes Problem hat. Und ich zeige dir mal, wo genau ich bin. Ich bin hier bei der Red Dirt Bar. Das ist hier. Moment, wo sind wir? Dort, Red Dirt Bar. Das liegt, wie gesagt, Arroyo. Und das ist in Santo Domingo. Hier sind wir. Zu unserer Linken haben wir das Schnellreiseterminal und wir müssen einfach die Straße hier hoch. Ich habe mir mein Auto geklaut und mit dem fahre ich jetzt mal hier entlang und ich glaube, ich habe zu viel Coca-Cola mit Zusatz getrunken, habe ich das Gefühl. Egal. Auf jeden Fall laufen die ja alle und wir müssen hier hin. So. Und hier reinfahren. Und wenn wir das gemacht haben, dann sehen wir hier schon diesen Transporter und da liegen Leichen. Nämlich eine und die zweite. Und der hat hier ein doppelt gewebter Psycho-Cutout-Bodysuit mit. Den kann man sich auf jeden Fall mitnehmen, das ist schon mal cool. Aber viel wichtiger ist natürlich dieses archivierte Gespräch zwischen Harry Bubble und Lloyd, wie heißt er, Carrie. Ja, und die beiden sind auf jeden Fall hier zu Tode gekommen. Aber warum und was ist das hier für ein Teil, was hier liegt? Also es sieht ja sehr komisch und sehr verdächtig nach Technik aus. Also schauen wir uns die Sache mal an, indem wir uns das Ding mal durchlesen. Lloyd Carey, sag mir nicht, du bringst irgendeinen scheiß Schweißer zum Job. Ja, ist aber nicht scheiße. Läuft nur heiß, wenn die Sicherung nicht will. Aber scheiß drauf, ist trotzdem kein Schrott. Meinetwegen, du bist der Techie. Eben. Mich interessiert sowieso mehr, ob deine Quelle so gut ist, wie du meinst. Wäre gut nach dem letzten Mal. Letztes Mal hattest du keinen Schweißer. Alter, das sind Staubsauger, kein Militärchrom. Okay, woher kennst du den Typen? Chum, aus dem Knast, woher sonst? Wie du? Der Tipp ist echt, Mann. Container voll Cyberware. Besser wär's. Hab den Ripper-Kumpel schon was davon versprochen. Will nicht wie ein Arsch dastehen. Okay, lass uns vereinbarten Ort treffen. Alter, wenn wir das durchziehen, kein Regionalscheiß mehr. Wir kommen groß raus. Ganz groß. Und ich sag mal so, irgendwie hat das nicht geklappt. Die wollten auf jeden Fall irgendwas aufschweißen und es kann ja hierbei sich nur um einen der Container handeln. Und wenn wir uns den Container hier mal angucken, dann sehen wir,
dass das dieser hier ist. Hier mit technischen Fähigkeiten 3 kriegt man den auf jeden Fall auf, was wir jetzt machen. Und dahinter verbirgt sich auf jeden Fall Zeug. Ja, und jetzt bin ich mal ganz gemein und sage nicht, was da drin ist. Denn da würde ich sagen, fahr einfach selbst hin und schau es dir an. Dann ist die Überraschung auf jeden Fall wesentlich größer. Aber wir sehen auch hier, Technik gehört zum Leben in Night City. Und dazu gehört auch alte Technik. Und dazu gehört auch Leute, die absolut keinen Plan haben, was sie eigentlich mit dieser Technik alles anstellen können. Und wie schnell sie sich aus dem Leben befördern können. Und dann kommt dann so ein Street Kid wie meiner einer hier vorbei. Und schnappt sich einfach das Zeug, was die zwei Idioten nicht geschafft haben. Tja, so einfach ist das. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.